Es ist seit Monaten die große Frage: Wie tödlich ist der Coronavirus wirklich? Jetzt haben Forscher von der US-Elite-Uni Stanford eine Studie erstellt, die mit beeindruckenden Ergebnissen glänzt. Laut der weltbekannten Einrichtung in den Vereinigten Staaten soll die Sterblichkeitsrate beim Coronavirus nur zwischen 0,12 und 0,2% liegen. Wie bei der ganz normalen Grippe. Das deutsche Robert-Koch-Institut geht hingegen derzeit von einer Sterblichkeitsrate von 3,7% aus. Wieso die Stanford-Forscher einen so extrem abweichenden Wert ausgeben? Die Wissenschaftler suchten in Santa Clara, Kalifornien, über Facebook Studienteilnehmer und fanden 3.300 Personen, die ihr Blut auf Corona-Antikörper untersuchen ließen. Das Ergebnis? Satte 4,1% der Probanden wurden positiv auf den Erreger getestet. Mehr als 85 Mal so viel wie die Zahl der offiziell registrierten Fälle. Die Erklärung dafür? Da die Dunkelziffer jener, die eine Corona-Erkrankung bereits ohne sehr schlimme Symptome überstanden haben, somit viel höher als angenommen ist, sinkt die Sterblichkeitsrate auf 0,12 bis 0,2%. Doch was sagen deutsche Virologen zur Studie der Top-Uni aus den Staaten? Man ist sehr skeptisch. Professor Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg sagt dazu: Wir müssen sehr vorsichtig sein mit der Bewertung dieser Studie. Die Antikörpertests, die in Stanford angewendet wurden, haben Schwächen. Zum Beispiel weisen sie auch auf andere Viren aus der Corona-Familie hin. Dadurch kann die Anzahl der positiven Tests größer erscheinen, als sie ist. Zudem ist der Wissenschaftler besorgt über zu schnelle Lockerungen der Kontaktsperren. Bei Corona gibt es noch keine flächendeckende Immunität. Wenn wir nun sagen, ach, so schlimm ist das doch alles gar nicht, und Maßnahmen wie Kontaktsperren zu früh gelockert werden und sich dann plötzlich 10 Millionen Menschen in Deutschland mit Corona infizieren, dann bricht unser Gesundheitssystem zusammen. Die schrecklichen Auswirkungen von so etwas sehen wir in New York und Bergamo. Also nichts überstürzen. Abwarten, wie sich die ganze Situation entwickelt, und so lange lieber zu Hause bleiben.